Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilizations 4. Wir spielen die Version 0.77 und die Version ist zum Testen vorgesehen. So, bevor wir hier nochmal weiterspielen, werden wir uns die Diplomatie anschauen. Und zwar, ja. Aber viel werden wir jetzt noch nicht sehen, aber ich zeige euch zumindest schon mal den, ja, diesen Bildschirm. Und zwar haben wir jetzt hier auf der rechten Seite alle Rivalen aufgelistet, denen wir bisher begegnet sind. Das ist halt bisher nur das Grün-Syndikat. Wir bekommen hier eine Übersicht, ob sie uns mögen und wie aktuell, welche Effekte unsere Beziehung verbessern bzw. verschlechtern. Also aktuell haben wir ein warmherziges Verhältnis. Und wir bekommen einen erheblichen Boost dadurch, dass wir außerhalb ihrer Schiffsreichweite sind. Drei grüne Plus-Symbole. Aber wir bekommen ein Minus, weil wir unterschiedliche ideologische Werte haben. Wenn wir jetzt mit denen kommunizieren möchten, dann geht das noch nicht, weil wir brauchen den Universalübersetzer. Aber das werden wir auch, denke ich, in dieser Folge noch freischalten. Zumindest, wenn ich mich ein bisschen spurte. Und ja, hier auf der linken Seite sehen wir dann einmal die Eigenschaften des Rivalen. Unter anderem auch die Ideologie. Also bei ihnen ist Harmonie vorherrschend. Und wir haben eine Statistik. Ja. 2 und 1 überall im Wechsel. Und das wird bei uns auch ähnlich sein. Wobei, es ist doch nicht. Also sind teilweise schlechter. Okay, und über diesen Button können wir dann auch zu den Grünen springen. Wir können direkt den Krieg erklären. Alles andere ist auch nicht möglich. Ohne den Übersetzer. So, ja, Ideologie. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass wir was mit Individualismus zu tun haben. Ja gut, da sind vielleicht die einen oder anderen noch Ungereimtheiten in der Beta. Dass wir da jetzt... Ja, es ist jetzt für mich schlecht nachvollziehbar, warum wir da... den Malus kriegen. Aber das werden sicherlich viele Spieler auch zurückmelden und dann wird dort, ich mir gut vorstellen, noch dran gefeilt, dass einem das klarer wird. So, auf jeden Fall machen wir hier weiter. Und zwar hatten wir hier, sind wir auf Piraten gestoßen und werden vorsichtig uns hier am Rand entlang hangeln. So. Da ist ein Kontrollrelikt. Wenn wir dort eine Sternbasis in der Nähe errichten, dann bekommen wir ein bisschen Kontrolle pro Runde. Bei der ersten oder grundlegenden Ausführung der Sternbasis dann 0,1 Kontrolle pro Runde. Das kann man dann ausbauen. Oh, so. Und da haben wir direkt den nächsten Kontakt. Und... das ist der Bad Guy in Galactic Civilizations. Okay. So, Forschung abgeschlossen. Wir bekommen jetzt einfach so plus 10% auf unsere Zustimmung. Und wir können Bürger zu Entertainern umwandeln. So, und hier ist der angekündigte Universalübersetzer. Und wir können, das ist ein spezielles Sternbasismodul. Also abhängig davon, von diesen Symbolen, erkennt man auch schon, wofür ist das Ganze einsetzbar. Ja, dieses Symbol ist immer für Sternbasen. Das ist für Planetenverbesserung. Ein Kulturdistrikt, der unser
Einflusswachstum ankurbelt. Ah, und das sind diplomatische Aktionen. Wir können offene Grenzen vereinbaren. Und auch gegenseitig unsere Aufklärung teilen. Ja, und da unten die Forschung, die dadurch freigeschaltet werden. So, auf jeden Fall universale Übersetzer, ganz klar. So. Zwei Exekutivbefehle. Ja. Nächstes Kolonieschiff, erst in 4 Runden, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, ein galaktisches Fest zu veranstalten. Da würden wir so 10% Tourismus kriegen. Für 25 Runden. Würde aber auch 10 Kontrolle dauern. Kosten. Ja, und das werden wir jetzt nicht machen. Aber das kann man sich auf jeden Fall später die Ohren schreiben, dass man hier, sobald wir genug Kontrolle bekommen, können wir dann hier zusätzlichen Tourismus erzeugen. Und über Tourismus erlangt man Credits. So. Dann geht's hier weiter. Und da ist ein Precursor Sentinel. Bewegungspunkte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier könnte er auch schon nicht mehr angreifen. Da ist noch mehr. Anturantium. Eine kolonisierbare Welt. Eine Precursor-Welt. Eine Promethion Refinery World. Da gibt es plus 5 Promethion. Das ist stark. Oder kriegen wir die 5 einmalig und dann können wir zusätzlich noch Promethion abbauen. Ich glaube eher, dass wir die plus 5 einmalig dann bei der Kolonisierung kriegen und dann, weil die 5 jede Runde wäre halt extrem stark. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber Umweltverschmutzung 7% und das ist ein Klasse 23 Planet. Geringes Wachstum, minus 50%, das ist noch ein Nachteil. Aber auch eine sehr hohe Sensorreichweite, zusätzlich plus 12. Ja, also den hätten wir natürlich sehr gerne. Aber der wird bewacht. Und die haben Panzerung, also da sollte man... Die haben Laserangriff, Panzerverteidigung. Zumindest die kleinen hier. Da gibt es aber auch noch größere. Bin ich sicher. Ja. Da ist die Gerechtigkeit. So, das werden wir uns auf jeden Fall mal merken. Zu unserer Schiffswerft. Und neuer Wegpunkt. Da rein. Da haben wir 6 Laserangriff, 16 Verteidigung. So. Haben wir uns das gemerkt? Ah, das müsste doch der größte sein. Auf jeden Fall, wenn wir gegen die antreten und dann kinetische Waffen haben, dann brauchen wir halt noch viel mehr. Da wäre es gut, wenn wir selber Laserwaffen haben und Raketenwaffen und Schilde. So, ein bisschen Respekt. Auch wenn das ja eigentlich, ich hätte schon reichen sollen, aber... Ja.
So. Machen wir weiter. Wir haben noch 7 Bewegungspunkte. Noch 5. Oh. Er ist ja noch stärker. 6, 16. Aber gleich viel AP. Da bin ich durcheinander gekommen. Habe ich den Angriff von ihmchen notiert? Und die Panzerung und die AP von ihm. Also 6 Angriff hat der stärkste. Das ist jetzt nur, um so einen groben Überblick zu haben. Nee, jetzt nicht zu unvorsichtig sein, ja. So. Da ist das Schiff von Lord Kona. Ja, das ist eine nicht verteidigte Kolonie, also keine Kernwelt. Der könnte hier einfach mit einem Schiff reinfliegen. Bei Kernwelten, um die zu erobern, braucht man spezielle Transporter mit Truppen dabei haben. Und bei Kolonien, da reichen ganz normale Angriffsschiffe, um die einzunehmen. Ja, mal Ausschau halten nach einem Kandidaten für einen, ja, für einen Gouverneurskandidaten. Wichtig finde ich dabei vor allem die Loyalität und den Sozialwert. Bei beide Werte steigern wir dann die Zufriedenheit der Bürger. Ja, das Rushen des Auge, der Augen des Universums, das war natürlich teuer. Ansonsten hätten wir keine Probleme, uns weitere Anführer beschaffen. So, und hier sieht man auch wunderbar die Precursor-Welt mit groß dargestellt und auch farblich hervorgehoben. Aber das finde ich auch gut, dass sie dann stark verteidigt wird. So. Ja, jetzt kommt von unserem Forschungschef ein Bericht. Und zwar können wir jetzt entweder eine Mission starten, um alle unsere Laserwaffen abzugraden, oder wir werden das eine Schiff mit +2 Laserangriff ausstatten. Ja, und wir denken langfristig und starten diese Mission. Und das sehen wir dann hier. Wir würden bekommen +10% auf unsere Energieangriffe. Global. Wir müssten dafür eine spezielle Technologie erforschen. Schauen, ob wir die auch finden. So. Ja, das ist eine seltene Technologie, also wird uns dann nicht häufig angeboten. Und die hat als Voraussetzung Laserwaffentechnologie oder Theorie, die wir noch nicht erforscht haben. Und diese hat wiederum als Voraussetzung die bewaffneten Shuttle. Haben wir noch nicht. Ja, und die grundsätzliche Kriegsführung haben wir freigeschaltet. Also müssten 2 Technologien vorher erforschen,
und dann noch Glück haben, dass es uns auch angegeben wird, dann haben wir ja die Mission erfüllt. So. Dann geht es hier weiter. Will ich noch, wo wir danach hinfliegen? Ah, okay. Sind alle zu weit entfernt, um hier nahtlos weiterzumachen. Also wir werden dann danach einen Zwischenschritt einlegen müssen, um dann zur nächsten Anomalie zu kommen. So, jetzt können wir unsere Spezialfähigkeit einsetzen. Ja. Wenn wir, denke ich, noch mal bleiben bei unserem Plan. Damit haben wir das Problem mit der Umweltverschmutzung. Da haben wir das Problem mit den Piraten. Dorthin sind wir eh mit dem anderen Kolonieschiff unterwegs. Umweltverschmutzung, ja. Okay. Also. Artefakt. Bohren von Yggdrasil. So. Haben wir es eingesetzt. Und jetzt ist das ein Klasse 5 Planet. Da werden jetzt noch keine Werte angegeben, aber das ist lediglich ein Anzeigebug. Wir kolonisieren jetzt. Und wir bekommen ein Mineral, 3 Wissenschaft, 3 Einkommen, 6 Nahrung und 2 Einfluss. Und wir haben später die Möglichkeit, noch die Luxusressource Aurorus Arboretum zu bewirtschaften. Aber dafür fehlt uns die entsprechende Technologie. So, ich mache das mal wieder hier. Die etwas kleinere Anzeige. Könnte das auch komplett zuklappen. Boah, warum nicht? So. Zweites Kolonieschiff. Ja, es hat hier einen kleinen Schlenker gemacht, um hier nicht zu nah eine eventuelle Weltraummonster oder ähnliches zu geraten. Hier haben wir ein Wirtschaftsrelikt. Das können wir erforschen und dadurch bekommen wir zusätzliche Einnahmen auf allen Welten. Und noch 2 Runden bis wir das nächste Mal die Fähigkeit mit dem Kolonieschiff einsetzen können. Aber wir werden dann nur 22 Kontrolle haben. Dann fehlen uns 3 Kontrolle. Mal schauen. Ah, die Schatzjäger brauchen noch 12 Runden. Aber wir werden zwar produktionstechnisch stärker. Haben wir schon eine 8,4. Ja, kleine Warnung. Das ist die, ich sag mal, die zivile Produktion. Eventuell hat man noch Multiplikatoren, die, ja, die das dann für unsere Schiffsproduktion und für die Missionen hier steigern. Reduzieren, weiß ich nicht, gibt's vielleicht auch. So. Ja gut, also die 12 Runden noch abwarten. Dann wird das Schiff sich zu einer toten Welt aufmachen und uns dann, ja, so 200 bis 300 Credits wahrscheinlich liefern. So, Universalübersetzer in einer Runde fertig. Machen wir hier noch geschwind weiter. So, noch eine tote Welt.
Ja, und zwar mal Durantium. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Vor allem wir als Baratak. Dann können wir hier die Prekursorwelt zur Kernwelt machen. Die Totenwelten terraformen. Und dann können wir die beide nutzen, um die Prekursorwelt zu pushen. Wobei die selber auch schon ganz okay ist. Mit 6 Mineralien von Anfang an kann er sich schon ganz gut selbst versorgen. Wenn wir mal hier unsere jetzige Kernwelt anschauen, dann haben wir mit allem, was da reingeht, in Summe 7,2 als Input. Also fahren wir mit den 6 schon mal gar nicht so weit davon entfernt. Und hier sponsern 4 Kolonien, also. Nur mal so als Vergleich. So, ja, hier machen wir dann weiter. Ja, ich überlege gerade, da ist ja auch noch eine rote Welt. Bisschen zu zocken, um dann zu sagen, okay, wir nehmen lieber hier die. Wandeln die tote Welt um und können dort eventuell dann noch was Besseres kolonisieren. Aber wir haben ja nur zwei Aufladungen. Wir bekommen eine zusätzliche Aufladung jedes Mal, wenn wir einen Kulturpunkt erhalten. Also die, die wir dann hier einsetzen. Ja, wir machen das nicht. Wir gehen hier einfach weiter. So. Ja, ein Mineral, zwei Einkommen, ein Einfluss mit einem Verlust von 23%. Gehen nach Abaco. Abaco. Aber eine Kriminalität von 25%. Das ist natürlich auch schon ganz schön erheblich. Resident 2 plus 6,2%. Ja, man kann sich ja leider nicht mehr die Bürger anzeigen lassen, die da dran sind. Aber da haben wir den Kriminellen hingeschickt. Okay. Ja, da habe ich mich vielleicht dann von der Community beeinflussen lassen, den Kriminellen hier loszuschicken. Okay, also Kriminelle eher dann auf eine Sternbasis und nicht auf eine Kolonie, weil wenn der jetzt ja der Kriminelle auf der Kolonie dann zusätzlich Kriminalität zu seiner Kernwelt schickt, dann gewinnen wir dadurch ja nichts. Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Das sind ja genau die 3%. Wir sehen hier, durch Kriminelle kriegen wir 3% hier erstmal. Und dann wird da einer bei sein, der Kriminelle ist. Achtung. Da ist er. Da haben wir ihn gefunden, den Johnny Marcel. Johnny Marcel, keine Ahnung. Und er gibt uns hier 3% extra, nur weil der Kriminell ist halt. Und der andere, den wir nach Graceland 2 geschickt haben, der gibt uns dann halt statt 3,2% 6,2%. Vielleicht, was die Community da empfiehlt, hat vielleicht auch mal funktioniert. Und die Entwickler haben das gesehen und haben das hier angepasst. Ja, okay. Also hier, kleines Minigame. Spieler gegen Entwickler. Okay, sehr gut. So, wir haben auf jeden Fall noch nicht genug Credits, um hier zu rushen. Aber wir werden das weiter versuchen. Wir werden dann hier den anderen Kriminellen und werden wir dann auf eine Sternbasis verfrachten.
Kann er hier Durantium abbauen? So. Okay. Nächste Runde. Und da ist der Universalübersetzer fertig. Und neue Technologie. Aber wir nehmen hier Planetologie, weil da geht es weiter zur. Ah, Moment. Ja, Extremkolonisierung. Da kommen wir teilweise Planeten, die wir bisher noch nicht kolonisieren können, können wir dann kolonisieren. So. Und jetzt Diplomatie. So, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal handeln. Dann können wir den Krieg erklären. Dann können wir hier noch unterschiedliche Optionen ausführen. Ja, zum Beispiel können wir die Freundschaft erklären. Es gibt uns einen diplomatischen Bonus, aber gibt uns einen Malus bei anderen, die die Dimension nicht mögen. Können sie anschnorren. Und wir können ihnen aber auch im Voraus Tribut zahlen, freiwillig. So, wir gehen hier einmal raus, um einen Gesamtüberblick zu bekommen. Gehen hier rein. Die Musik ist cool. Ja, da werden wir sehen, dass wir zu unterschiedlichen Rivalen auch unterschiedliche Musik zu hören bekommen. So, wir haben hier oben einmal eine Anzeige, wenn es den aktuellen diplomatischen Status ausgibt. Und die einzelnen Faktoren, die dazu beitragen, ob die Beziehungen besser oder schlechter werden. Und auf der linken Seite die Dinge, die wir anbieten können, und auf der rechten Seite die Dinge, die wir dafür fordern. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall machen möchten, ist offene Grenzen. Und das würden sie gerne annehmen. Eventuell würden sie uns dafür dann noch Credits geben. Ah, 50 Credits, okay. Ja, dann könnte man noch strategische Ressourcen miteinander handeln, Technologien handeln und Schiffe. So, wir machen das erstmal so und akzeptieren das. Offene Grenzen sind halt diplomatisch wichtig. So, dann hier weiter. Ah, und die Musik ändert sich. So. Und auch hier offene Grenzen. Und auch hier versuchen wir ein paar Credits abzugreifen. Und akzeptieren. So, jetzt können wir dann noch schauen, hier unten in der Ecke, die für Diplomaten zugeordnet haben, ob die Trenchen Freunde haben und ob sie Feinde haben. Beides ist nicht der Fall. Und hier genauso. Also können wir hiermit ganz frei umgehen. Wir erklären die Freundschaft. Und hier genauso. Moment, sorry. So, dann kriegen wir hier schon mal einen Plus für die Freundschaftserklärung. Und da ebenso. Ja, und wir kriegen keinen Malus, weil die kennen sich noch gar nicht. Wenn die sich jetzt beide nicht mögen würden, dann würden wir da halt wahrscheinlich sogar eher von. Ja, eher einen Nachteil rausziehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Malus den Bonus dann. Das praktisch. Dann ein Nullsummenspiel ist oder ob es das. Ich glaube aber, wenn man den Feinden die Freundschaft erkündet, dann kriegt man zwei rote Minussymbole und wäre sozusagen ein Nachteil. Also wenn man einfach blind allen die Freundschaft erklärt, dann ist das nachher eher schlecht. Kontraproduktiv. Okay. Ja, dann haben wir die Diplomatie gesehen und. Precursor Sentinels, eine Precursor-Welt,
die wieder ganz scharf sind. Und ja, haben ein paar Credits bekommen durchs Handeln. Ja, und dann geht's ja immer weiter. Okay, gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.